Liebe gastrointeressierte Damen und Herren, da sind wir wieder. Es freut mich, dass Sie den Zeiger von der Maus bis zu uns geführt hat und Sie den Play-Button gedrückt haben. Schön sind Sie online. Pop-up. Mehr Sein als Schein. Hinter dem Namen Negroni verbirgt sich eine attraktive Pop-up-Bar, die nur für eine beschränkte Zeit geöffnet ist. Fill-up. Einweihung des neuen Coca-Cola Visitor Centers mit High-Speed-Pet-Abfüllanlage in Dietlikon. Line-up. An der Bahnhofstraße in Zürich präsentieren renommierte Winzer Türe an Türe ausgelesene Weine in Luxusboutiquen. Never judge a book by its cover. Was so viel heisst, dass man nie aufgrund von Äußerlichkeiten beurteilen oder verurteilen soll. Denn wer weiß, was sich hinter einer unscheinbaren Fassade alles verbirgt. Der Schein trügt. Was von außen aussieht wie ein Gemischtwarenladen zu Großmutters Zeiten, ist in Wirklichkeit eine Bar. Genauer ausgedrückt, eine Pop-up-Bar, die nur für einen Monat geöffnet ist. Hinter der Pop-up-Bar mit dem verlockenden Namen Negroni verbirgt sich das Unternehmen Campari. Auf der einen Seite ist Pop-up ein sehr begehrtes Konzept in Zürich, das ein bisschen immer die Neugier unserer Konsumenten irgendwie aufweckt. Auf der anderen Seite wollten wir dieses Pop-up während der Negroni Week machen. Und wir wollten ein Konzept wiedergeben, das ein bisschen dem Prohibitionismus zurückgeht, Speakeasy-Bars und die Formel vom Pop-Up-Bar, die wir natürlich nicht selber betreiben, sondern die wir halt unterstützen. Negroni ist ein Cocktail, der nach einem italienischen Grafen benannt wurde und in den 20er Jahren in Florenz erfunden wurde. Also genau zu jener Zeit, als der Verkauf und Handel von Alkohol in den USA landesweit verboten war. Wegen der Prohibition schossen die sogenannten Flüsterkneipen wie Pilze aus dem Boden. Getarnte Bars, die von außen nicht als solche zu erkennen waren. Diese Geschäfte, diese Bars, diese Outlets, die waren ja geheim versteckt. Und man musste sie rausfinden. Und das bringt natürlich ein bisschen der Faszination bei für die Geschäfte und für diese Restaurants und Bars, die natürlich noch begehrter sind, weil sie nicht für jeden zugänglich sind, sondern man muss erstmal rausfinden, wo sie sind und zugelassen werden und reinkommen und da Teil dieser Geschichte sein. Ein Konzept, das Negroni übernommen hat. Denn die genaue Adresse der Pop-Up-Bar ist keinem der Gäste der Eröffnungsparty wirklich bekannt. Was während der Zeit der Prohibition illegal seinen Ursprung hat, wird heute clever zu Marketingzwecken eingesetzt. Pop-up-Bars liegen im Trend und das aus einem guten Grund. Es ist einfach einer von den wenigen legalen Wegen, wo man in der Schweiz etwas mit Alkohol machen kann. Und das ist natürlich eine ganz tolle Idee, so wie sie es jetzt hier aufbauen und machen mit dem Negroni. Das finde ich wirklich gut. Ja. Aber es ist allgemein, mit den Baren kann man ein bisschen etwas machen. Es ist halt sehr schwierig, immer in der Schweiz mit Alkoholwerbung etwas zu machen. Das kommt ein bisschen darauf an, wo das ist. Ich glaube, in grösseren Städten und so funktioniert das sicher gut. Aber auf dem Land aussen, wo man das nicht so kennt, wird es schwieriger. Ja, ich finde es sehr, sehr gut, gute Idee. Vor allem eben, es zieht sehr viele Leute an, sei es jetzt nur rein Gastronomen, wie auch Leute, die mal so etwas Neues anschauen wollen. Also Pop-up ist zurzeit sehr, sehr beliebt. Es zieht aber nicht nur Leute an, sondern es zieht auch Leute ab, nämlich Kunden. Was sagen Sie da dazu? Es ist ja nur für einen Monat. Also von dem her dürfen meine Kunden auch gerne mal hier rein schauen. Ein bisschen zwei, drei Sachen gehen. Ja, was soll ich sagen? Ein paar Impressionen sammeln und können ja zu mir kommen und sagen, du könntest das und das noch ändern, das ist noch eine gute Idee. Konkurrenz beflügelt ja bekanntlich das eigene Geschäft. Zu einem Konzept, das in den 20er Jahren geboren wurde, gehört auch Unterhaltung, die ebenfalls aus dieser Zeit gründet. Unterhaltungstheater der erotischen Art, auch bekannt als Burlesque-Tanz. Diese Show wird jeweils am Freitag und am Samstag geboten.
Pop-up Bar Negroni ist noch bis zum 16. Juni geöffnet. Bevor wir Sie zu einem speziellen Shopping-Erlebnis entführen, informieren wir Sie über Neuigkeiten aus der Branche, und zwar wie immer in der Rubrik News. Auf der Website von GastroSuisse kann ab sofort der Branchenspiegel 2016 bezogen werden. Der Branchenspiegel informiert über die wichtigsten Kennzahlen aus der Hotellerie und Gastronomie. So kann man zum Beispiel nachlesen, dass die Schweizer Wohnbevölkerung 2015 genau 22,442 Milliarden Franken für Essen und Trinken ausser Haus ausgegeben hat. Oder dass ein Gast durchschnittlich 21 Franken, 52 Rappen für einen Tagesteller in einer Beiz gezahlt hat. Downloaden kann man den Branchenspiegel unter www.gastroprofessionals.ch. Vom renommierten Gourmet-Restaurant bis zum gemütlichen Grotto. Über 600 Schweizer Restaurants sind im neuen Guide Bleu La Suisse Gourmande 2016 aufgeführt. Die Restaurants sind nach Kantonen gegliedert und von einem Team, Zitat, qualifizierter und passionierter Tester beurteilt worden. Es ist übrigens der einzige zweisprachige Schweizer Restaurantführer. Kostet tut die Bibel 50 Stutz. Weitere Informationen gibt es auf www.guide-bleu.ch. Vegan Mania, was schwer nach Technoparty tönt, ist in Wahrheit ein veganes Strassenfest, das am Samstag, 25. Juni in der Altstadt von Aarau stattfinden wird. An über 60 Marktständen kann man sich mit veganen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Das Gesamtprogramm sehen Sie auf veganmania.ch. Coca-Cola hat Grund zum Feiern. Seit 1936 ist der internationale Brand in der Eidgenossenschaft Hai und mit über 900 Mitarbeitenden lokal verankert. Anlässlich am 80. ist in Dietlikon das Visitor Center am 2. Juni eröffnet worden. Während dem zweistündigen interaktiven Rundgang können Besucherinnen und Besucher künftig die Welt von Coca-Cola gut näher erleben. Ein Highlight ist der Coke Jump, der ein persönliches 360-Grad-Video erstellt. Zu der Besichtigung gehört aber auch die hochmoderne High-Speed-Pet-Abfüllanlage. Und die hat es in sich. Das ist die neue High-Speed-Pet-Linie. Das ist das Neueste, was die Technologie momentan zu bieten hat. Das war eine Investition in den Schweizer Werksplatz von rund 18 Millionen Schweizer Franken. Und die produziert 42'000 Halbliter Pet-Flaschen pro Stunde. Spart gleichzeitig etwa 6'000 Liter Wasser pro Stunde, und wir können auch platziert 16 zusätzliche Arbeitsplätze generieren. Wein degustieren und dabei noch shoppen und Geld ausgeben. Für viele eine paradiesische Vorstellung. Am Zürich Spring Tasting ist das möglich gewesen. Ausgewählte Boutiquen an der Bahnhofstrasse in Zürich präsentieren erlesene Tröpfe. Eine Win-Win-Situation für die Winzer und Boutiquen. Shirley Amberg hat diesen Anlass für sie besucht. Den Wein an einem breiten Publikum im Privatkundensegment präsentieren. Und das an einem Ort, wo Getränke in der Regel nicht willkommen sind. Das ist die Idee hinter der Veranstaltung Zurich Spring Tasting. Eine Degustation auf exklusiven Terrain, wie zum Beispiel hier im Burberry's. Oder im Grieder, wo ein Wein aus der Bündner Herrschaft angeboten wird. Im Schmuckgeschäft von Clave Arpels bei Manuel Tresch haben wir auch noch vorbeigeschaut. Was hat Sie dazu bewogen, heute Ihre Wein hier zu präsentieren? Also einerseits sind wir im Zürichsee daheim mit unserem Weingut und wir wollen gerne unser Wein hier euch präsentieren. Und nicht nur der Gastronomie, sondern allgemein an der Bevölkerung in Zürich. Wir tun es natürlich gerne so einem Publikum hier an der Bahnhofstrasse die Wein präsentieren, weil einheimisches Schaffen tun wir gerne zeigen, unsere Wein von der Schweiz. Jawohl. Es ist ein spannendes Kontrastprogramm. Auf der einen Seite die hemdsärmeligen Naturbursten und auf der anderen Seite vom Weinglas die noble Klientel, die in den Luxusboutiquen ein- und ausgehen. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Ich habe gerne schönen Schmuck, ich habe gerne schöne Uhren. Und natürlich mit diesen Weinangeboten, die es hier hat, um neue Weine kennenzulernen, zum Vergleichen und so, sehr interessant für mich. Also ich schaue gerne den Schmuck an und die Uhren.
Genau, also ich bin primär da für den Wein, aber auch wegen den Uhren und ja, wegen gutem Essen und der Stimmung, ja. Warum sind Sie heute Abend da? Wegen dem Schmuck oder wegen dem Wein? Wegen dem Schmuck, wegen dem Wein und wegen der Fashion. Und ich glaube, jeder Mann hat sowas gern. Es ist ja nur eine Geldfrage, oder? Nein, nicht nur. Es ist vor allem eine Frage vom guten Geschmack und dem Verständnis für die edlen Tröpfe. Haben die Kunden da denn überhaupt eine Ahnung vom Wein? Teils, teils. Es hat Leute, die sehr Wein interessiert sind und sich auch Fragen gestellt haben. Es hat eine Diskussion gegeben. Und dann hat es auch wieder Leute, die einfach hoch sind, um ein Glas Wein zu trinken, um mit den Leuten ein bisschen schwätzen untereinander. Aber es ist sehr gutes Publikum gewesen. Und es gibt viele Kunden, die haben Ahnung von Wein und diskutieren mit uns. Das ist sehr interessant. Manchmal weiss man es nicht genau, ob sie eine Ahnung haben oder nur so haben, aber sie sind sehr interessiert und fragen da. Und von dem her ist es sicher für uns gut und für sie ist es auch sehr, sehr eine gute Sache. Ja. Egal ob Weinliebhaber, Genussmensch oder sporadischer Weintrinker, es geht um die Lust und die Freude am Luxus. Im Glas wie auch in den Regal. Über den eigentlichen Genuss raus gibt es aber noch eine willkommene Begleiterscheinung von dieser Luxusdegustation. Der Wein löst nicht nur die Zunge, sondern lockert auch den Griff zum Portemonnaie. Spekulieren Sie darauf, dass der Wein die Kauflaune wird fördern? Ich meinte es schon. Also die Leute sind eigentlich begeistert mit diesem Wein und sind auch sonst sehr gut drauf heute Abend. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass die euch der eine oder andere wird Wein bestellen bei uns. Ja. Ich glaube, das ist sicher einer vom Grund wahrscheinlich von dem ganzen Marketingkonzept da. Ob es so wird sein, wie man sieht, ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall, sie trinken. Die Leute sind locker und wenn man locker drauf ist, dann wird auch einer gekauft. Aber es heisst nicht, dass man irgendwie hasardierend wird, aber man wird lockerer durch den Wein. Denken Sie, das wird auch Ihre Kauflaune fördern? Ich denke, von Laden zu Laden wird es eigentlich immer besser. Ja, meine Damen und Herren, eine kompakte Sendung «Bestes Swiss Gastro bewegt» neigt sich langsam am Ende zu. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. So viel sei an dieser Stelle bereits verraten. Wir sind für Sie dann in Luzern unterwegs. Tschüss miteinander.